Moin! Heute gibt es was Feines für euch. Zwar kein Rezept, aber dafür so eine Art Tutorial. Und zwar geht es darum, eine Feuerplatte einzubrennen. Ja, nämlich die Jungs von grillrost.com haben ein neues Spielzeug. Ich zeige euch das mal. Und zwar geht es um dieses schicke Teil. Das ist eine Feuerplatte für den 57er Kugelgrill. Und wie gesagt, soll es gleich darum gehen, wie man die einbrennt. Das Schöne an so einer Feuerplatte ist, damit kann man recht vielfältige Sachen machen, aber bevor sie gebrauchsfertig ist, muss man sie eben, wie gesagt, nochmal einbrennen. Und dafür braucht ihr eigentlich nicht viele Sachen. Ihr braucht ein bisschen Salz, ihr braucht ein hocherhitzbares Öl, wie in diesem Fall Sonnenblumenöl. Ihr könnt auch gerne Rapsöl nehmen, verwendet aber bitte auf gar keinen Fall Olivenöl, weil der Hitzepunkt von Olivenöl einfach nicht ausreichend ist. Und dann braucht ihr noch einfach ein paar Scheiben alte Kartoffeln und etwas Küchenpapier, das ihr nachher verwendet, um das Öl einzureiben. Damit wir die Platte ordentlich einbrennen können, brauchen wir hohe Temperaturen. Ich habe jetzt hier einmal in die Mitte des Kugelgrills zwei Kohlekörbe gestellt und außenrum eine Ladung Briketts verteilt. Ich würde sagen, der Grill ist bei ungefähr 250, 270 Grad. Das ist richtig schön knackig heiß und da packen wir gleich die Feuerplatte rauf und dann wird sie eingebrannt. Wie man sieht, habe ich jetzt erstmal die Unterseite quasi oben liegen. Das liegt daran, das ist 4 mm dicker Stahl. Es kann durchaus sein, dass er sich durch die Temperatur verzieht oder etwas verzieht. Und um am Ende nicht eine nach außen gewölbte Platte zu haben, habe ich es erstmal so rumgemacht und versuche es so rum einzubrennen. Und jetzt gebe ich ein wenig Öl drauf. Und reibt das, wie gesagt, mit dem Küchenkrepp dann einmal ein. Auf der Unterseite brauchen wir im Grunde genommen nicht unbedingt so eine richtige Patina, weil wir, wie gesagt, später eigentlich eher die andere Seite zum Grillen verwenden. Nichtsdestotrotz, wenn wir gerade dabei sind, mache ich eben auch die Unterseite einmal richtig sauber und brenne die auch ein. So, nun wende ich das gute Stück mal und wie gesagt, das ist durchaus hilfreich, wenn ihr dafür dicke Grillhandschuhe am Start habt. Weil die ist jetzt richtig heiß. Das gleiche Prozedere auch nochmal von dieser Seite. Erst ein bisschen Öl drauf. Überall einreiben. Und dann können wir gleich mit den Kartoffeln und dem Salz loslegen. Jetzt die Platte eingeölt. Man sieht das hier, teilweise kriegt die schon leicht Farbe. Und jetzt geben wir die Kartoffeln dazu. Und später dann das Salz. Also die Kartoffeln, die wollen wir jetzt nicht braten, sondern da geht es einfach darum, durch die Stärke der Kartoffeln hier jetzt so eine Patina auf die Platte zu bringen, die die Platte später vor Korrosion schützt und eben auch dafür sorgt, dass da nichts anbrennt. Die Kartoffeln könnt ihr nachher auch nicht mehr essen, die verbrennen wir jetzt im Grunde genommen. So, jetzt habe ich da Salz und die Kartoffeln drauf. Da ist jetzt noch ein bisschen Öl auch mit dran. Und das werde ich jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen verteilen. Ich habe euch mal den Zwischenteil erspart, weil das tatsächlich ein bisschen länger dauert. Nichtsdestotrotz ist das das Ergebnis, wo wir hinwollen. Wir sehen hier, das ist jetzt alles schön eingebrannt. Kartoffeln sind langsam dabei zu verschmoren. Und wir haben jetzt hier eine schöne Patina auf der Oberseite. Das können wir jetzt noch nach Belieben weitertreiben. Also ich werde das jetzt gleich noch so machen, dass ich die Kartoffeln wegnehme und nochmal eine Lage Öl einreibe. Aber dann haben wir am Ende eine richtig schön eingebrannte Feuerplatte. Der Vollständigkeit halber hier nochmal das fertige Ergebnis. So sieht die Platte dann aus, wenn sie eingebrannt ist. Alles komplett schwarz. Eine schöne Patina und so ist sie jetzt gebrauchsfertig. Vielen Dank nochmal an grillrost.com für diese Feuerplatte. Ich freue mich schon sehr drauf, da jetzt einige Dinge mal mitzumachen und was es dann zu sehen gibt, das erfahrt ihr hier. Also, ciao!